Ja, hallo, liebe Schrauberfreunde, schön, dass ihr eingeschaltet habt. War schon lange her, dass ich wieder ein Video drehen konnte. Heute ist wieder ein schöner Tag. Vor mir steht ein neues Equipment zum Schüsselfräsen. Und jetzt haben wir diesmal ein Fahrzeug. Das ist ein 530D, 218 PS. Das ist noch der alte Schlüssel mit dem CAS2. Und hier haben wir das Problem, dass die Funkfernbedienung nicht mehr reagiert. Man klickt auf die möglichen Tasten, aber es reagiert nichts. Ich habe den entsprechend auch in der Frequenz, haben wir den schon diagnostiziert, und da kommt keine Frequenz raus. Das heißt, entweder ist intern die Lithium-Ionen-Batterie defekt oder ein mechanischer Defekt. Spielt keine Rolle. Den Schlüssel zu öffnen ist sehr, sehr gefährlich, weil wir haben nur noch einen einzigen Schlüssel, und wenn der defekt geht, dann haben wir all key lost. Das heißt, alle Schlüssel verloren, und das wieder gerade zu biegen ist deutlich schwieriger als einen Schlüssel nachzumachen. Deshalb gehen wir das Risiko nicht ein, das zu reparieren, sondern wir fräsen direkt ein neues. Genau. Jetzt fangen wir mal an. Das ist der alte Schlüssel. Hier ist entsprechend eine Kodierung in dem Rohling, und den lesen wir jetzt hier aus. Dafür haben wir einen Optical Reader, das heißt ein optisches Lesegerät. Jetzt gehen wir auf Identification. Jetzt scannt er kurz den Schlüsselrohling und ermittelt dadurch dann die Bittings. Das heißt entsprechend, welcher Code in dem Schlüssel kodiert wurde. Der ist 8 Bit groß, das heißt 8 Kodierungen haben wir hier jeweils. 4, 4, 3, 4. Ihr seht, je höher dieser Berg ist, umso näher geht er an die 1 rein. Okay, jetzt haben wir hier keine 1, der größte Berg ist hier die 2. Könnt ihr sehen, alle anderen sind entsprechend Täler, und das ist eine 4. So könnt ihr euch die Kodierung vorstellen. Die sind entsprechend die Locken. Ja. Jetzt legen wir den neuen Schlüssel in die Fräsmaschine rein. Dazu spannen wir den in die Position B. Genau. Und dann klicken wir auf Start Cutting. Jetzt verbindet er sich kurz. Es ist immer wichtig, nochmal zu überprüfen, ob wirklich das erlesene Profil mit dem Profil des Rohlings übereinstimmt. Wenn nicht, dann fräst ihr euch den falsch. Könnt ihr auch mal gucken, ob das ungefähr passt, aber das sieht doch verdammt gut aus. Ja. Jetzt machen wir Start Cutting. Jetzt sagt er auch Cutting Depth, also die Tiefe von dem Schnitt. Den haben wir schon bereits gemessen gehabt. Der ist exakt 1,11. Das heißt, mit Toleranz sind wir ungefähr bei 1,10. Den stellen wir auch mal ein. 1,10. Genau. Und er sagt auch, dass man die hier an der Klemmbacke an Strich 2 anlegen soll. Genau. Kann man auch hier beobachten. Der ist genau an Strich 2. Ja, perfekt. So, dann fangen wir mal an zu fräsen. Genau, jetzt macht er hier die Endanschläge. Da ist ein Tastkopf, und der ist induktiv. Das heißt, sobald der Tastkopf auf den metallischen Körper trifft, weiß er, dass die Induktivität sich ändert, und dann weiß er auch, dass er den Punkt erreicht hat. Genau. Jetzt guckt er, wo der Schlüssel ungefähr sitzt. Das ist jetzt die X-Achse. Jetzt geht auf die Y-Achse, jetzt geht er noch auf die Z-Achse, jetzt nimmt er sich da 2-3 Punkte. Genau, jetzt fängt er an zu fräsen. Damit hier nicht zu Dreck kommt, schließen wir mal kurz die Tür. Auch hier kann man nochmal den prozentualen Verlauf sehen. Also richtig geil umgesetzt. Man muss dann nur noch sitzen mit dem Handy spielen. Ihr müsst auch bedenken, dass der Schlüssel zwei Seiten hat zum Schneiden. Genau, daher müssen wir den gleich umdrehen. Das Geile an dieser Methode ist, der Schlüssel geht saugend rein. Das heißt, weil wir nach einem Code schneiden und nicht nachdem wir entsprechend diesen Schlüssel führen. Es gibt ja auch die mechanische Führung, wo wir entsprechend nach dem Rohling führen und dann den anderen Rohling schneiden. Die Methode ist unsauber. Lieber den Code auslesen und nach dem Code fräsen. Dann hat man ein hundertprozentiges Ergebnis.
Die Wahrscheinlichkeit, dass der Schlüssel dann in dem Zylinder festhängt, ist sehr gering. Ja. Gucken wir mal, wie weit die schon prozentual sind. Ja. Das Geile an der Fräsmaschine ist, die komplette Datenbank für alle Fräsungen, für alle Fahrzeuge ist in dem Gerät drin. Ihr könnt ihn sowohl per Bluetooth verbinden, als auch direkt manuell hier die Daten eingeben. Ja. Jetzt so ein Optical Reader braucht ihr natürlich nicht. Ihr könnt auch anhand des Abtastens des Rohlings herausfinden, welchen Schlüsselcode er kodiert hat. Geht beides. Ja. Genau, jetzt ist das Fräsen auch zu Ende. Jetzt entnehmen wir kurz den Schlüssel. Schauen wir uns mal zusammen das Schnittbild an. Genau, so sieht das Schnittbild aus. Ja, ist jetzt theoretisch egal, wie rum man das hält. Genau, ist symmetrisch. Ja. Jetzt lesen wir mal die andere Seite, dann werden wir dann hiermit fertig. Wichtig ist natürlich, die Auflagefläche auch sauber zu halten, sonst passt die Z-Achse nicht mehr. Und wenn die Z-Achse nicht mehr passt, dann hängt der Schlüssel im Zylinder und das wollen wir nicht haben. Ja. Auch sicher gehen, dass er wirklich fest ist. Das Prozedere machen wir jetzt noch einmal. Dann gehen wir wieder auf Start Cutting. Nicht jetzt einfach wahllos auf Cut klicken, sondern nochmal die Tiefe einstellen. Ja. Genau, jetzt geht er nochmal das gleiche Spiel. Die Endpunkte durch. X, Y. Jetzt geht er auch an der Schneide kurz durch. Jetzt messt er nochmal die Z-Achse, die X-Achse. Und jetzt an dem Rohling noch die Y-Achse und dann nochmal wieder die Z-Achse. Dann nimmt er sich zwei Punkte und schon fängt die Fräse an zu fräsen. Ja. Wichtig ist auch hier immer auf den Notaufknopf zu warten, falls mal eine Fräsung falsch oder schief laufen sollte, sofort drauf reagieren und ausmachen. Ja, das ist katastrophal, wenn der die Klemme, die Klemmbacke fräst. Da gab es auch schon sehr viele Fehlschläge. Da kann man auch mal YouTube beobachten, wie die Spannbacke oder die Klemmbacke gefräst wurde, weil die falsch eingestellt wurde. Katastrophal. Ja. Genau. Dann beenden wir mal kurz das Video, dann sehen wir uns gleich im Fahrzeug, wie wir das dann in das Fahrzeug einpflegen und dann den Transponder programmieren. So, dann geht's weiter. Das ist der originale Schlüssel. Jetzt mit unserem Programmiergerät. Wir stecken erstmal den Schlüssel in den Schließzylinder und wählen die automatische Auswahl. Natürlich, ihr müsst auf BMW reingehen, das haben wir schon gemacht. Jetzt gehen wir auf Lesen. Jetzt identifiziert er die Fahrgestellnummer. Das quittieren wir mit OK. Ja. Machen wir mal aus. So. Das passt soweit alles. War ein 2004er. In eurem Fall bitte überprüft nochmal die Fahrgestellnummer, ob die richtig eingeschaltet wurde. Jetzt sagt er, dass die Zündung eingeschaltet werden soll und es eine Internetverbindung erforderlich ist. Ja, das ist erforderlich. Genau. Jetzt geht er nochmal in das CAS-System rein und guckt, ob da Fehler hinterlegt wurden und er scannt auch nochmal, wie viele Schlüssel jetzt in dem CAS-System auch eingepflegt sind. In unserem Fall sind es, glaube ich, schon 4 Stück. Ihr seht auch, komplett Tacho spinnt, die Bedienanzeige spinnt. Das passt soweit. Es sind keine Fehler hinterlegt. Jetzt gehen wir auf Schlüssel hinzufügen, geführt. Jetzt sagt er, der Prozess erfordert ein Netzwerk, um Daten abzurufen. Soweit, so gut. Also er sagt einfach nur, dass bitte die Internetverbindung stabil sein soll. Jetzt gehen wir auf Semi-Smart Key. Wenn das ein mechanischer Schlüssel ist, wenn ihr einen Smart Key habt, genau, also ein Keyless Schlüssel, dann müsst ihr auf Keyless gehen. Ja. Jetzt steht die sehr, sehr wichtig. Jetzt müssen wir den Schlüssel abziehen. Sehr, sehr wichtig. Sonst kommt es zu ganz katastrophalen Fehlern. Klicken wir auf OK. Jetzt starten wir. Jetzt liest er vom CAS-System aus entsprechend den Schlüsselcode, den Login-Code, den CS-Code. Ja,
Jetzt sagt er auch, dass wir den zu programmierenden Schlüssel in den Programmierer einzupflegen haben. Haben wir gemacht. Ja. Jetzt pickt er vom CAS-System entsprechend. Der liest jetzt aus dem EEPROM die Schlüsseldaten raus. Das Geile ist, das funktioniert verdammt schnell. Ja. Lustig wird es, wenn man alle Schlüssel verloren hat. Da muss man das CAS-System ausbauen. Da muss man es entsprechend löten, den Datensatz auspflegen. Und das ist katastrophal. Das macht keinen Spaß. Falls man nur noch einen Schlüssel hat, nicht weiter damit machen, sondern versuchen, dass man einen Ersatz dafür bekommt. Ja. Die Schlüsselrohlinge, die bekommt ihr relativ günstig geschossen bei eBay für 20, 30 Euro und die bekommt ihr bei jedem Schlüsseldienst programmiert. Ja. Und Vorteil davon ist, ihr könnt entsprechend die Batterie wechseln. Da ist keine Lithium-Ionen-Batterie mehr drin. Ist deutlich besser, als wenn man diese scheiß Lithium-Ionen-Batterie hat. Jetzt steht da, Schlüssel erfolgreich programmiert. Bitte stecken Sie den neu generierten Schlüssel in den Zündschalter, um das Fahrzeug einmal zu starten. Das ist der zuvor gefräste. Den schieben wir jetzt mal rein. Genau, das passt soweit. Jetzt starten wir mal kurz die Maschine. Genau. Das hat auch alles gepasst. Hier haben wir nochmal quittiert, dass das Fahrzeug auch wirklich gestartet hat. So, jetzt gucken wir mal, ob die Funkfernbedienung auch funktioniert. Schließtaste. Gucken uns mal hier den Knöppel an. Funktioniert. Öffnen. Ja, wunderbar. Das war's. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Bis zum nächsten Video. Es wird noch ein weiteres Video kommen, wie man zum Beispiel die Einspritzmengenabweichung von dem Motor herausfindet. Wie man den Verschleiß von dem Motor herausfindet anhand des Kurbelgehäusedrucks. Deshalb bleibt gespannt.